Kühe machen. Manche Kühe haben extrem. Ich glaube, wir brauchen dringend ein Update. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und kein Update verpassen willst, dann scheren, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann wie sagen, let's do this. Ich habe ja schon einige Videos in der Vergangenheit gemacht und manchmal verändern sich Dinge auch. Das heißt, heute gibt es ein kleines Update zur Naturnagelverlängerung mit Tipp. Das heißt, wir machen heute eine Naturnagelvorbereitung. Wir werden einen Tipp kleben und auch ein bisschen mit dem Fräser arbeiten. Das heißt, 3-in-1 quasi. 3-in-1. Das heißt, Win-Win-Win-Situation für uns quasi. Also, ihr seht, es wird spannend. Ich werde heute hauptsächlich mit den Produkten von The Gel Bottle arbeiten. Das heißt, wir werden die Tipps und den Kleber von The Gel Bottle verwenden. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, unten sind nochmal alle Produkte in der Videobeschreibung. So. Aber warum ist die Naturnagelvorbereitung so wichtig? Ihr müsst den Nagel natürlich auf die Modellage vorbereiten. Das heißt, wir müssen ihn anrauen, ganz leicht natürlich. Wir müssen die Nagelhaut entfernen. Wir müssen ihn perfekt vorbereiten, damit das Gel auch eine perfekte Haftung auf dem Nagel hat. Das ist ähnlich, als wenn ihr ein Stück Holz lackieren würdet. Das könnt ihr genauso sehen. Ihr müsst auch vorher die Fläche anschleifen. Dann kommt der Lack erst drauf und der Lack setzt sich dann in das Holz rein durch die angeraute Oberfläche. Und genauso ist es eigentlich auch beim Nagel, beziehungsweise fast genauso. Der Untergrund muss tragfähig sein, er muss sauber sein, er muss trocken sein. Und genau, das machen wir mit der Naturnagelvorbereitung. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen einer Tippverlängerung, einer normalen Naturnagelverstärkung und einer Schablonverlängerung, was die Vorbereitung angeht. Und wie gesagt, heute werden wir genau auf den Tipp eingehen, wie ihr da am besten das Ganze vorbereitet. Also, los geht's! Als erstes ist es natürlich wichtig, das ganze Zeug, das alte Zeug erstmal abzulösen, wenn ihr einen neuen Tipp setzen wollt. Aber im Grunde macht ihr das ja schon auf einen Nagel, der eigentlich nichts drauf hat. Wenn ihr trotzdem einen neuen Tipp drauf machen wollt, auf jeden Fall alles entfernen. Macht am besten mit Aceton und Folie einwickeln, Zellette, ihr kennt das Spielchen. Wenn nicht, Kommentare schreiben, dann mache ich dazu nochmal ein Video. Genau, ansonsten, wir haben hier das alte Material schon runtergeholt. Als erstes werde ich hier schon mal ein bisschen die Nagelhaut lockern. Wir werden die Nagelhaut zum Schluss komplett entfernen. Wenn ihr wirklich viel Nagelhaut habt, das heißt, die sitzt bis hierhin oder sogar noch weiter vielleicht, dann auf jeden Fall Nagelhaut entfernen, also lockern und schon mal grob entfernen. Nicht komplett abschneiden, das würde ich wirklich zum Schluss machen, wenn ihr dann das Full Cover aufsetzt oder die Versiegelung, davor würde ich die komplette Nagelhaut entfernen. Jetzt würde ich es erstmal dran lassen. Das bricht euch nämlich dann das Genick, wenn ihr nachfeilt oder mit der Feile nochmal irgendwie feilen müsst. Denn wenn ihr jetzt die Nagelhaut entfernt, ist die Haut schon gereizt und sehr empfindlich. Und wenn ihr da mit der Feile falsch drankommt oder irgendwie sowas, dann blutet euch das. Deswegen Nagelhaut immer erst zum Schluss entfernen. Seid auf der sicheren Seite, vor allem wenn ihr noch nicht so erfahren seid mit der Feile. Genau. Also wie gesagt, einmal Nagelhaut lockern und dann kommt darauf an, was für Tipps ihr habt. In dem Bereich, wo der Tipp draufkommt, sollte der Nagel angeraut sein. Das ist wichtig, damit der Nagel eine vernünftige Verbindung bzw. der Tipp eine vernünftige Verbindung mit dem Nagel eingehen kann. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier eine 220-240er Feile. Eigentlich genau richtig. Ihr könnt natürlich auch, ich sag mal so, ab 180 dran gehen. Gröber sollte sie aber auf keinen Fall sein. So, dann einfach hier den Nagel in allen Ecken anrauen. Wirklich hier links, rechts, ganz wichtige Ecken, weil hier und hier bildet sich immer als erstes Liftings oder meistens als erstes Liftings. Deswegen auf jeden Fall in den Ecken zuerst. Habt ihr schon eine gewisse Länge beim Naturnagel, müsst ihr das nicht unbedingt kürzen. Wenn der Kunde irgendwann mal seine eigenen Nägel haben möchte, ne, dann würde ich euch empfehlen, den Nagel so lang wie möglich zu lassen. Ansonsten, wenn er wirklich ausgefranst ist, so wie der hier zum Beispiel, auf jeden Fall auf eine vernünftige Form, in eine vernünftige Form bringen und dann erst den Tipp draufkleben. Hier würde ich sagen, haben wir eine schöne Form.
Hier können wir jetzt gleich den Tipp direkt draufkleben und fertig. Angeraut ist es auch schon. Und viel mehr anrauen würde ich es jetzt auch erstmal nicht. Hier in den Ecken werden wir gleich mit dem Fräser lang gehen. Und ich werde das gleich auch, wenn ich den Tipp anfeile, hier oben in den Ecken nochmal mit der Feile lang gehen. Würde ich jetzt noch nicht machen. Ich würde erstmal den Tipp draufkleben, weil wenn ihr den Tipp draufklebt, verschmiert ihr auch noch ein bisschen Kleber hier überall. Und das können wir gleich mit der Feile nochmal entfernen. Deswegen erstmal Tipp draufkleben auf die angeraute Oberfläche hier und dann machen wir den Rest. Dann schnappt euch ein bisschen Aceton. Damit dehydrieren wir den Nagel jetzt einmal. So haben wir ihn fettfrei und können davon ausgehen, dass der Kleber die bestmögliche Haftung auf dem Naturnagel hat. So, ich nutze jetzt hier den Kleber und die Tipps von The Gel Bottle. Das sind schon so mandelförmige Tipps. Ist natürlich euch überlassen, was für Tipps ihr nehmt, ob ihr direkt schon Stiletto-Tipps nehmt oder was für eine Nagelform auch immer. Für jede Nagelform gibt es auch den passenden Tipp. Wir wollen direkt eine Mandelform machen, deswegen bieten sich die ganz gut an. Ich werde die eh nochmal kürzen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir den richtigen Tipp für den richtigen Nagel aussuchen. Gucken wir uns mal den hier an. Der ist definitiv zu klein. Na, ihr seht, hier an der Seite fehlt ordentlich was und hier auf der Seite fehlt auch ordentlich was. Das heißt wahrscheinlich zwei Nummern größer. Nehmen wir den hier. Der sieht schon besser aus. So, ich werde den Tipp gleich kürzen, also die Klebefläche kürzen. Generell würde ich euch empfehlen, die Tipps so anzupassen, dass ihr so wenig Arbeit wie möglich habt. Also wenn der Tipp jetzt hier so drauf sitzt, ich versuche es mal euch zu zeigen, habt ihr hier jetzt natürlich mega viel Arbeit, das zu feilen. Ne? Also ich würde versuchen, den möglichst kurz zu halten, so bis hierhin. Und die verkürzten Tipps gibt es natürlich auch, die sind schon direkt so kurz. Also ich schneide den jetzt hier ab und dann feile ich den noch ein bisschen zurecht und klebe ihn dann erst drauf. Ansonsten sollte der Tipp natürlich nicht auf der Haut sitzen, so jetzt zum Beispiel, und natürlich auch nicht zu viel Platz zwischen Haut und Tipp sein, so wie hier. Er sollte schon mit dem Nagel, mit der Seitenlinie des Nagels vernünftig abschließen. So, dann schnappe ich mir jetzt meinen Tippcutter und schneide mir den hier zurecht. Das schaut schon ganz gut aus. Jetzt noch eine Feile nehmen. Und hier diese Ecken einmal wegfeilen. So würde ich ihn dann auch draufsetzen. Habt ihr noch nie einen Tipp geklebt? Würde ich erstmal Trockenübungen machen. Es läuft wie folgt. Ihr setzt den Tipp so an, wenn Kleber drauf ist, und drückt den Kleber dann nach hinten raus. Häufiger Anfängerfehler ist, dass man immer weiter nach oben geht. So bildet sich vorne an der Spitze natürlich Luft. Das sollte man vermeiden. Das heißt, ansetzen, Plan auflegen, 10 Sekunden warten und fertig. Wenn ihr seht, dass sich irgendwie Luft bildet unter dem Nagel, sofort wegnehmen. Denn der Kleber ist recht schnell durchgetrocknet. Und dann kriegt ihr den Tipp nicht mehr ab. Das heißt, wenn Luft drunter ist unter dem Tipp, müsst ihr wahrscheinlich den Tipp abfeilen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und wenn ihr Nägel habt, die leicht wellig sind oder Rillen haben, dann würde ich euch auch empfehlen, einmal Tippkleber auf den Nagel aufzutragen. So verschließt ihr diese Rillen so ein bisschen und habt mehr Kleber auf dem Nagel. Und da hält das Ganze natürlich besser. So, dann etwas Kleber auf den Tipp drauf. Nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig. Wenn ihr merkt, dass ihr zu wenig habt, auch wieder sofort den Tipp wegnehmen vom Nagel und dann nochmal ein bisschen nachjustieren. So, wie ich gerade schon gesagt habe, ansetzen, gerade natürlich mit dem Finger und dann nach
hinten hinweg drücken. Kurz 10 Sekunden warten. Sollte natürlich schön gerade mit dem Finger laufen. Sobald ihr, wie gesagt, seht, dass da Luft drunter ist, wegnehmen. So. Und so sitzt er doch schon ganz gut. Da das klare Tipps sind, bräuchten wir nicht unbedingt das Ganze nachfeilen, aber die Tipps sind etwas stärker. Das heißt, in dem Bereich sollten wir auf jeden Fall ein bisschen feilen und in dem Bereich, denn sonst, wenn wir Gel auftragen, wird der Tipp immer breiter. Und ich mache meine gefeilten Tipps gerne etwas schmaler, als sie eigentlich sein sollen, denn dadurch wirkt der Nagel auch ein bisschen schmaler dann zum Schluss. Und genau, das machen wir jetzt. Und wenn euch zu viel Kleber irgendwie hier in die Seitenränder gelaufen ist oder so, natürlich mit einer Zillette das Ganze wegwischen, mit einer trockenen Zillette. Und dann kürzen wir jetzt einmal unseren Tipp. Ich mache das immer so, ich stoße mit dem Nagelknipser hier oder mit dem Tippknipser einmal hier an der Fingerspitze. Und dann habe ich immer den richtigen Punkt und von dem aus justiere ich mich. Das heißt, anstoßen, dann nach Gefühl ein Stück zurückgehen, immer ein bisschen mehr lassen und dann abknipsen. Weil es ist immer einfacher, ein bisschen was wegzufeilen, als wieder was dran zu kleben. Deswegen lieber ein bisschen länger lassen als zu kurz. So, und dann haben wir unseren abgeknipsten Nagel hier. Den fallen wir jetzt schon mal grob in Form. Es muss jetzt nicht 100% die endgültige Form sein, denn wir feilen den Finger ja nochmal nach, beziehungsweise die Modellage. Und wie gesagt, wir wollen jetzt hier den Bereich, den Übergang flach feilen und diesen Bereich. Ich will auch eine Mandelform machen, das heißt, wir feilen den Nagel jetzt natürlich auch schon mal rund. Ecken wegfeilen und dann langsam zur passenden Form hinarbeiten. Auch den kompletten Nagel einmal anrauen, beziehungsweise die kompletten Tipp. Natürlich nicht auf den Naturnagel kommen. Ich nehme meinen Daumen wieder als Abstandshalter, lege den hier hin und gehe dann mit der Feile an meinem Daumen entlang. Das heißt, ich kann nicht mehr auf den Naturnagel kommen. An den Seiten immer nach unten wegfeilen und auch hier nehme ich meinen Mittelfinger als Abstandshalter und ziehe die Haut hier so ein bisschen runter an der Seite, damit ich da nicht dran komme. So, auf die Seite hier ziehe ich mit dem Daumen die Haut ein bisschen runter und gehe dann mit der Feile entlang. So, und das sollte jetzt schon mal passen. Und jetzt schnappen wir uns wieder das Rosenholzstäbchen und bearbeiten den Rest des Nagels im Bereich der Nagelhaut. Und zwar schieben wir dazu die Nagelhaut nochmal zurück oder lockern sie ein bisschen. Falls jetzt Kleber unter die Nagelhaut gelaufen ist oder an die Nagelhaut, ist das jetzt auch die perfekte Möglichkeit, diese nochmal zu lockern, beziehungsweise den Kleber von der Nagelhaut zu lockern. Hier an der Seite ist zum Beispiel ein bisschen was draufgekommen. Hier nicht, Gott sei Dank. So. Ihr seht hier, haben wir so ein bisschen unsichtbare Nagelhaut, die werden wir auch gleich entfernen mit dem Fräser, genau wie hier. Und wir werden die Nagelhaut so ein bisschen hoch pushen mit dem Fräser, mit dem Diamantfräser. Genau wie hier an den Seiten werden wir mit dem Fräser den Kleber entfernen und hier so ein bisschen den Tipp nochmal angleichen an den Nagel. Und dasselbe machen wir hier auch auf der Seite. Und das machen wir doch jetzt einfach mal.
Ich nutze grundsätzlich immer die Flamme, also die Fräserform-Flamme, die Diamantfräserform-Flamme. Rund habe ich noch nie wirklich großartig gebraucht. Mit der bin ich immer sehr gut klargekommen. So, ist natürlich was für Profis. Sollten nicht mit dem Diamantfräser an einer Kundin zuerst arbeiten. Übt es erstmal an euch selber. Ganz, ganz wichtig. Ich habe das bei mir auch gemacht. Ich habe erstmal an mir selber experimentiert, bevor ich an den Kunden gegangen bin. Denn damit könnt ihr sehr schnell jemanden verletzen. Also wirklich aufpassen. Ihr wollt ja nicht, dass die Kundin euch mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt. Kommt auf die Kundin an. So, dann stelle ich mir meinen Fräser auf Rechtslauf ein, denn ich werde jetzt die linke Seite bearbeiten. So pusht ihr mit dem Fräser die Nagelhaut so ein bisschen hoch. Und jetzt wirklich nur ganz vorsichtig unter die Nagelhaut gehen. In der Seite merke ich schon, dass hier ordentlich Kleber reingelaufen ist. Wenn ihr die unsichtbare Nagelhaut entfernen wollt, solltet ihr natürlich auf dem Nagel etwas arbeiten. Wirklich nur ganz leicht, nicht zu viel, denn sonst habt ihr da so eine rote Kante. Zwischendurch immer mal den Staub wegpusten. Und wenn ihr die Nagelhaut hochpushen wollt ein bisschen, dann natürlich nicht auf den Nagel drücken, sondern den Fräser schräg halten und dann also nach oben drücken das Ganze. Unter die Nagelhaut gehen und dann nach oben drücken. Merkt ihr, dass euer Fräser verstopft ist, nehmt euch einen alten Waffer und steckt die Fräse dann rein. Steckt den Fräser dann kopfüber rein, so wird er wieder sauber und dann könnt ihr direkt weiterarbeiten. Seid ihr an der Seite angelangt, dreht ihr den Fräser leicht und bearbeitet dann die seitliche Nagelhaut. Die andere Seite drehen wir den Fräser auf Linkslauf und machen dasselbe verkehrt rum. Wir arbeiten von hier auch immer schön schräg halten, Fräser unter die Nagelhaut, erstmal die unsichtbare Nagelhaut entfernen. Sanften Bewegungen, ganz, ganz wichtig. Und dann hier schön in die Ecke. Und dann zur Seite weg. Dann gehe ich nochmal entlang. Aber diesmal drücke ich mit dem Fräser wieder nach oben, um die Nagelhaut so ein bisschen zu wegzuführen und Platz zu schaffen für die Modellageseite. Und so sieht dann der geklebte Tipp bei mir aus. Unsichtbare Nagelhaut ist weg, der komplette Nagel ist angeraut, also perfekt vorbereitet. Von der Seite her läuft er auch schön gerade. Hier die Nagelhaut ist noch nicht entfernt, das wird erst zum Schluss gemacht, die wird erst zum Schluss weggeschnitten, nachdem ihr mit der Modellage fertig seid, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Der Kleber ist schön gelöst von der Haut, hier haben wir auch schön viel Platz, um gleich die Modellage aufzutragen. Das heißt, wir haben nicht die Gefahr, dass wir so an die Nagelhaut rankommen, an die seitliche hier. Und genau. Dann habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp für euch. Und zwar bei Jollyfine kriegt ihr ganz, ganz hauchdünne Ziletten. Die sehen so aus. Die sind wirklich mega dünn. Die könnt ihr dann mit einem Aceton, da ist mein Aceton. Die könnt ihr dann mit Aceton tränken. Und dann schnappt ihr euch ein Rosenholzstäbchen und wickelt die Zellette einmal ein. So.
Und dann geht ihr an der Nagelhaut entlang, schön durch die Ecken durch. Diesen Tipp habe ich von der Michaela Sade und von unserer Weltmeisterin Milena Burgaso, also gerne mal deren Instagram-Account abchecken. Und ein bisschen das Rosenholzstäbchen unter die Haut schieben, wo ihr gerade mit dem Fräser lang gegangen seid. Warum machen wir das? So können wir sicher gehen, dass wir auf jeden Fall auch jeden Staub entfernt haben. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir auf jeden Fall auch in den Ecken vernünftig dehydriert haben, was wir wahrscheinlich vorher nicht gemacht haben mit den normalen Ziletten, weil die sind ein bisschen dick, um damit vernünftig in die Ecken zu kommen. Aber diese ganz hauchdünnen Ziletten sind echt super, um da reinzukommen. Den Tipp habe ich von der Michaela Sade. Grüße gehen raus an dich. Genau, auf jeden Fall ein super Tipp. Und ich mache das jetzt immer bei meinen Modellagen. Auch wenn ihr später nochmal einen Full Cover auftragt oder so, würde ich das auch nochmal machen. Also wirklich mit einem Rosenholzstäbchen und dieser dünnen Zilette einmal richtig schön durch die Ecken gehen. Und so habt ihr keinen Staub, der euch dann irgendwie im Weg ist, wenn ihr Farbe auftragt oder was auch immer. Und das war's auch schon mit diesem kleinen Tutorial zum Thema Naturnagel vorbereiten mit Tippkleben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen weitergeholfen, vielleicht sogar inspiriert, das Ganze mal nachzumachen. Wenn ihr neu im Nagelbusiness seid, auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren, denn es wird immer wieder neue Tutorials geben auf diesem Kanal zum Thema Nägel. Ansonsten, wenn du Videowünsche hast, hau sie gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich lese mir das Ganze natürlich durch und werde es versuchen, auch zeitnah umzusetzen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris.